Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück hier bei Football Manager 2019 mit Servier Genf und Kai Illip. Wir spielen gegen Basel, der Zweite gegen den Dritten. Wir sind Zweiter, Basel ist Dritter. Sie sind leicht favorisiert, aber es wird ein spannendes Spiel erwartet. Wir spielen in Basel. Wir haben momentan gleich viele Punkte, nur die Tordifferenz ist anders und also auch, und dass sie eben zwei Spiele mehr verloren haben, dafür ein Spiel mehr gewonnen, aber wir mehr Unentschieden. Okay, wir gehen in die Teamauswahl. Der Trainer von Basel hat gesagt, dass wir so gut stehen in der Tabelle, hat nichts damit zu tun, dass wir was können. Im Gegenteil, wir sind eigentlich wesentlich schwächer, nur die Mannschaften würden uns nicht ernst genug nehmen und das hätte also nichts mit unserer eigenen Stärke zu tun. Ja, wir werden sehen, ob das stimmt oder nicht. Ich glaube, wir sind da momentan relativ gut dabei. Oh, sehr schön. Ockels wird beim nächsten Spiel dann wahrscheinlich wieder dabei sein. Danach spielen wir gegen Young Boys Bern. Also wird auch spannend. Nico können wir mitnehmen. Das ist sehr schön. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Tauschen wir gegen Rosso und Nico auf Rebello. Dann haben wir hier unser Dreieck, was hoffentlich gut funktionieren wird. Und ich hoffe, dass Nico direkt mal zeigt, warum er jetzt vertikaler Spielmacher ist. Ja, ansonsten tauschen wir mal Ulasagasti gegen Milicevic, damit wir da eine Option haben. Dann machen wir das so. Ist sonst da noch irgendjemand super müde? Naja, eher nicht. Ja, okay. Ich denke, so gehen wir ins Spiel rein. Wir gehen mal auf kontrolliert, nicht auf offensiv, sondern kontrolliert, weil wir auswärts spielen. Aber trotzdem wollen wir quasi trotzdem zeigen, mit uns muss man rechnen. Wir sind nicht mehr das alte Genf. Wir sind ein neues Genf. Okay, jetzt spielen sie diesmal mit einem 1-4-1-4-1. Nee, 4-1-4-1, genau. Letztes Mal hatten sie ja mit einem 4-2-4 gespielt, was sehr offensiv war. Wir sind da bestimmt... wir sind hier der Außenseite und das passt uns perfekt in den Kram. Auf geht's, sorgt für eine Überraschung. Genau so sieht's aus. So. Diese Woche gab es viele Spekulationen über die Zukunft von Sions Trainer Stefano Colantuono. Ja, er ist ein super Trainer, da werden wir dem nicht irgendwie noch in den Rücken fallen oder sowas. Wie sehr steigert Fabian Freis Fehlen in ihre Chancen? Finde ich nicht in Ordnung, einen einzelnen Spieler rauszusuchen. Und das Spiel beginnt. Also, gucken wir mal, wie wir hier spielen. Wir haben einen langen Ball nach vorne. Jetzt erstmal nichts. Wir haben sehr viel Ballbesitz. Wir spielen in den weißen Trikots. Er gibt Elfmeter. Ja, jetzt gibt er aber auch keine rote Karte. Also wenn das eine rote Karte... Ja, gut. Gut, dass wir Milicevic mitgenommen haben. Wir werden ihn zur Hälfte einwechseln. Komm schon. Ah, schade. 1-0 für Basel. Ja, was soll man da machen? Ich bin nur froh, dass er keine rote Karte gezückt hat, weil das habe ich jetzt tatsächlich erwartet, aber okay. Ja, Freistoß, Spielmann. Ja, Boucher hat den Ball. Wird ihn jetzt wahrscheinlich nach vorne dreschen. Ja, lang nach vorne. Boaki. Dann haben wir Pusic. Ja, wieder langer Ball nach vorne. Rouillère. Spielmann. Oh, das ist gefährlich. Ja, da sehen wir, dass der Spielmann ganz schön gut drauf ist. Dann haben wir Gori, Rebello, Boaki. Dann haben wir Nico. Macht Tempo, spielt den Ball sehr schön da in den, in den Lauf da von Hiok. Ja, war ein Foulspiel. Wir haben ein bisschen mehr Ballbesitz. Ja, okay, jetzt haben wir wieder viel mehr Ballbesitz. Wir fordern mal Kreativität und jetzt auch die Spielanteile sind jetzt wieder zurück. Müssen sich immer erst ein bisschen ins Spiel reinfinden. Aber solange sie es machen, ist es dann auch in Ordnung. Wie gesagt, zur Hälfte holen wir Ferreira raus, damit dann da keine Gefahr besteht. Jetzt wäre einfach noch viel zu früh. Oh, das ist gefährlich. Oh, gut aufgepasst hier. Das bleibt weiterhin gefährlich.
Na, Foulspiel. Einwurf. Pusic. Eieiei. Ich würde sogar sagen, dass wir zur zweiten Hälfte vielleicht direkt offensiv reingehen, um da wieder Druck zu machen. Hat ja eigentlich ganz gut geklappt in den letzten Spielen. Immer zur Hälfte erstmal ein bisschen Leidenschaft reinbringen und dann Druck aufbauen auf die Gegner. Damit sind sie meistens nicht klarkommen. Oh, langer Ball auf Kalulu. Der ist natürlich schnell. Gut gehalten von Boucher. Alles gut. Wir dürfen ja immer noch nicht vergessen, Basel und Bern sind ja die ja, mit Abstand stärksten Mannschaften in der Liga. Also wenn man sieht das schon, wenn man die Gehälter vergleicht. Ich glaube, Basel hat vier oder fünfmal so viel Gehalt geben sie aus wie wir. Und bei Bern ist es nochmal ein bisschen mehr. Ich weiß gar nicht, wie viel. Aber auch wesentlich mehr. Das können wir uns nachher nochmal anschauen. Zumindest ist es bis zum nächsten Spiel gegen Bern wieder ein bisschen Pause drin. Also so eine Woche. Das hier waren ja quasi Spiele, die 2 Tage hintereinander gekommen sind. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Ja, 1-0 ist in Ordnung. Wir gehen da leidenschaftlich ran. Das ist eine großartige Gelegenheit, es allen Experten zu zeigen, dass sie euch zu Recht mit Lorbeeren überschüttet hatten. Genau, und ansonsten holen wir Ferreira raus, bringen Milicevic rein, wegen der gelben Karte, damit da eben nichts passieren kann. Und wir gehen sofort offensiv da rein, um den Druck jetzt fulminant da reinzudrücken. So in dem Sinne. So. Ja, Freistoß. Arrigoni, sehr schönes Freistoßtor. Sein erstes Saisontor. Sehr schön. Und dann so ein schönes. Hat ein bisschen gedauert, bis er sein Freistoßtor macht. Aber der war perfekt. Der war perfekt. Das wie auf einer Spur ist der Ball da gerollt. Beziehungsweise geflogen. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Oh, Spielmann, ja, gefährlich. Oh, jetzt vielleicht eine Kontermöglichkeit, aber Spielmann ist halt eben auch sehr energisch. Oh yeah. Haben wir Rebello, Nico. Schön auf Milicevic. Milicevic schießt, aber geht drüber. Wir holen mal Gori raus. Der ist relativ müde, ist heute nicht so gut dabei. Und dafür bringen wir Jarry rein. Vielleicht kann er ja etwas noch machen. Und ansonsten ist jetzt die Frage, wollen wir Kutucu oder Tikiyaski reinbringen? Wir warten noch, falls sich nämlich jemand verletzt oder sowas, damit wir noch reagieren können. Milicevic haben wir Arrigoni. Milicevic versucht zu flanken, da haben wir Nico direkt wieder zurückgespielt. Arrigoni, Rebello. Oh, sehr schön, Boaki. Eieiei. Habt ihr gesehen, wie die jetzt wild sind? Also keine Ahnung, die sind wie als ob man sie gestochen hätte oder so. Das piekst die jetzt momentan. Und deswegen machen die jetzt so Stress. Oder die haben Angst vor Kai Illip. Keine Ahnung. Kann ja auch sein. Wir werden wahrscheinlich Arrigoni rausnehmen, weil der müde ist. Und bringen dafür. Ja, Kemmen rein. Auch wenn Kemmen jetzt nicht der klassische zurückgezogene Spielmacher ist. Er ist ja doch ein bisschen aggressiver. Ja, es sammeln sich hier gelbe Karten, aber ich will immer ungern die Innenverteidigung da irgendwie rausziehen, weil dann habe ich immer das Gefühl, man würde da eine zusammenhängende Kette auseinanderpflücken. So irgendwie. Wow, die ganze Verteidigung holt sich jetzt die gelben Karten ab. Ja, Pusic, da haben wir Spielmann. Pusic, Ukrinic, da haben wir Steffen. Wittmar. Das ist sehr gefährlich. Die müssen da aufpassen. Pusic, aber Boucher hat den Ball. Ich weiß nicht, ich tendiere schon fast wieder auf vorsichtig oder sowas hinzugehen, aber wir bleiben erstmal da, um den Druck aufrecht zu behalten. Wenn sich hier irgendwie was krass verändert, dann werden wir darauf reagieren, aber
Ja. Wir fordern mal Leidenschaft. Na, Spielmann, der ist halt gefährlich. Ja, dann tritt er den da weg. Und ich glaube, der hat. Ja, Rebello kriegt seine gelb-rote Karte. Das heißt, er fehlt im nächsten Spiel. Ja, okay. Wir nehmen tatsächlich Boaki dahin. Und tauschen das mal so. Genau. Und dann gehen wir hier auf Defensiv. Damit die da gut aufpassen. Ich hoffe einfach mal, dass es was bringt. Wir brauchen jetzt da vorne keinen Stürmer mehr. Einwurf. Gefährlich. Kalulu bringt den Ball rein, die Sasi. Ja, da kriegen sie wieder einen Angriff. Die Sasi ist da. Ganz ruhig, alles gut. Milicevic spielt. Oh mein, das, mein Gott, das ist doch. Das ist gefährlich. Ja, da sieht man auch, dass er halt eben jung ist. Er braucht da erstmal die Erfahrung. Ja, Spielmann, Knezevic, aber Boucher hat den Ball. Der braucht da jetzt eigentlich nur noch zu warten, den Ball einmal wegzukloppen und gut ist. Da ist natürlich keiner mehr vorne, aber spielt dann zum anderen Torwart. Ein langer Ball nach vorne. Ja, der Wittmer kommt da nochmal dran. Da kommt der Ball rein. Gut aufgepasst, aber es bleibt gefährlich. Ah, Boucher hat den Ball. Gut, Spiel vorbei. 1-1. Das ist gut. Das ist richtig gut. Das ist wichtig. Mann Unterzahl gespielt. Gut, relativ am Ende, aber spielt keine Rolle. Wir haben 1-1 gegen Basel gespielt. Wir haben schon wieder nicht gegen Basel verloren. Wir bleiben weiterhin ungeschlagen. Also seit längerer Zeit. Ja, sind wir natürlich leidenschaftlich. Was für ein Comeback. Super Leistung. Ich bin stolz und das könnt ihr auch sein. Ja, wir haben dagegen gehalten. Wir haben halt eben Stress gemacht. Ja, da hat sich auch mal ein Trainer beschwert, dass wir da viel zu ruppig reingehen. Aber ja gut, das gehört halt dazu. Oh, gegen Bern, das wird hart. Damit bleiben wir erstmals weiter. Sehr schön. Und haben schon 8 Punkte auf den vierten. 8 Punkte auf den vierten. Das ist schon. Oh, sehr komfortabel. Okay, wir sehen uns gleich gegen Young Boys Bern. So, da sind wir wieder zum Spiel gegen Young Boys Bern. Sie sind leicht favorisiert. Sie sind Erster. Wir sind momentan Dritter, weil Basel ein Spiel Vorsprung hat. Ist aber alles gar kein Problem. Wir gehen ins Spiel rein. Nico und Rebello sind gesperrt, weil Nico zu viele gelbe Karten. Rebello hat ja gelb-rot bekommen. Wir gehen in Teamauswahl. Und ich präsentiere euch einen weiteren Spieler, den wir zu uns geholt haben. Und zwar den guten Balu Tabla. Den haben wir von Barcelona bekommen. Wir hätten ihn nächste Saison ablösefrei bekommen können, aber ich habe dann eben 300.000 für ihn bezahlt, also den Vertrag abgeschlossen und dann eben sofort gekauft, damit er uns sofort unterstützen kann. Hier sehen wir ihn, er ist 1,1 Millionen wert, verdient nur 170.000, ist einigermaßen schnell, also ist ordentlich und ansonsten hat er auch ordentliche Werte, kann passen 11, Technik 12, hier vor allem Flair 16, könnte halt eben wieder ein Kreativ Moment hinzubringen. Wir müssen leider auf Ockels auch in diesem Spiel verzichten. Ich will da nichts riskieren, dass er sich verletzt. Tabla werden wir aber mitnehmen und ich würde sogar sagen, dass wir ihn von Anfang an spielen lassen, um direkt mal zu beweisen, was er drauf hat. Mal schauen, was er hinbekommt. Rebello tauschen wir gegen Kemmen. Der kann ja auf Box-to-Box spielen. Und Nico gegen Russo. So, Rebello tauschen wir erstmal so. Genau. Und dann holen wir noch Tekijaski mit für Lucia Bouaki. Der hat sich nämlich wieder ein bisschen beschwert und dann geben wir ihm halt eben nochmal die Chance, sich da zu beweisen. Ja gut, Russo. Vielleicht können wir da auch Arrigoni hinstellen. Ja, können wir. Aber dann müssen wir hier jemand anderes hinstellen. O'Hara ist leider noch nicht da. Dann können wir vielleicht Olasagasti da hinstellen. Ja, und so? Nee. Machen wir das eher so. Okay, Olasagasti, Kemmen, Arrigoni. Mal schauen. Wir gehen hier, wir spielen zu Hause, gehen offensiv da rein
Auch wenn es gegen Bern ist, ist egal. Wir versuchen das Beste draus zu machen. Wir wollen ja zeigen, was wir drauf haben. Wird ein schwieriges Spiel. Wir sind aber leidenschaftlich. Liefert für die Fans ein tolles Spiel ab. Ja. Das versuchen wir. Mal schauen, wie Tabla direkt spielen wird. Beide Teams sind in guter Form. Wie bewerten Sie Ihre Chancen? Wir sind mal leidenschaftlich. Sie haben ein gutes Team und wir freuen uns auf die Herausforderung, unser Formhoch hoch fortzusetzen und Ihnen einen Strich durch die Rechnung zu machen. Tiki Jaski hat eine ganze Weile nicht mehr getroffen. Glauben Sie, er kann den Bann heute brechen? Leidenschaftlich. Er hat immer gut gespielt, sich aber nicht belohnt. Ich bin fest davon überzeugt, dass er bald wieder einnetzen wird. Sie haben Gabriel Isik außen vor gelassen. Ja, er bekommt nur eine Pause. Er ist nämlich noch nicht ganz fit. Ansonsten wäre er ja auch nach Startelf drin. Aber okay. Wir spielen in den rot-blauen Trikots. Und Young Boys Bern natürlich in gelb-schwarz, wie immer. Arrigoni holt sich da schon mal den Ball. Oh, das war nicht gut von Disan. Sieh, da kommt der Ball direkt. Das 1:0 durch Niskoda. 14. Saisontreffer von ihm. Ja, da waren die nicht wach gewesen. Da haben sie nicht aufgepasst. Gerade die Sasi hat da nicht gut ausgesehen. Ja, Freistoß, so Boll. Ja, oder so Bol. Gut, dass Boucher den gehalten hat. Das war eine freche Variante. So, jetzt haben wir mal einen Eckball. Arrigoni. Ja, Ferreira läuft dahin. Lässt sich ein bisschen Zeit. Ist natürlich schade, dass wir auf Nico und Rebello verzichten müssen. Und Ockels. Aber wir haben trotzdem gute Spieler. Oh, langer Ball nach vorne. Will da Gori anspielen. Kriegt da nochmal den Ball. Da haben wir Kemmen. Tiki Jaski. Schießt. Oh, der war fast drin gewesen. War ein guter Versuch von ihm. Ah, Foulspiel von Ferreira. Okay. So, also Boll und oh, gut, dass er den gehalten hat. Also, da hätte man ihm keinen Vorwurf machen können. Wir fordern mal ein bisschen Kreativität. Vielleicht kommen sie da wieder ein bisschen ins Spiel rein. Das war kein Problem für Boucher. Na, ist nicht so gut. Ja, langer Ball nach vorne. Oh. Ah, gut aufgepasst von Rouillère. Der ist da gut nach hinten wieder gezogen. Na ja, gut, er hat ihn auch entwischen lassen. Aber wenn sie einen Fehler wieder gut machen, dann ist es nicht so schlimm. Also Boll, interessante Taktik, Marin. Oder Marin. So, nochmal Eckball. Ah, wieder die gleiche Variante. Spielen wieder zurück. Jetzt wird er wahrscheinlich flanken. Nein. Aber jetzt, oder? Wird erstmal nichts draus. Also, wie gesagt, wir bleiben erstmal bei Offensiv. Wir wollen hier trotzdem, weil wir zu Hause sind, da Druck machen. Arrigoni, Freistoß. Interessante Variante, aber leider nicht erfolgsversprechend. Wir fordern mal ein bisschen Leidenschaft. Vielleicht machen sie dann ein bisschen Druck. Kemmen. Arrigoni, da haben wir Balu. Kunstic. Oh, an den Pfosten. Das wäre ein schöner Moment gewesen für einen Ausgleich, kurz vor der Pause. Ja, die sind noch nicht ganz da. Die sind noch nicht ganz da. Wir sind mal leidenschaftlich. Na, ja, ich denke nicht, dass hier in der ersten Hälfte einer von euch sein Leistungspotenzial abgerufen hat. Dann macht das jetzt in der zweiten Halbzeit. Genau. Die können wesentlich mehr spielen. Und besser. Gucken wir mal. Da haben wir Kemmen, Arrigoni, ja, Ferreira. Wir wechseln mal schon mal. Und zwar werden wir Arrigoni von dieser Position wieder wegbringen auf die Position von Olasagasti. Olasagasti tauschen wir. Wollen wir ihn gegen Rouillère tauschen? Ja, tauschen wir gegen Rouillère. Und Rouillère tauschen wir mal aus gegen Rousseau. Der darf dann da mal spielen.
Damit Arrigoni eher da auf der Position ist, wo er sonst auch immer bei uns spielt. Vielleicht macht das ja einen Unterschied. Könnte ich mir gut vorstellen. Hat ja die ganze Zeit nicht auf der Position gespielt, dann ist das immer ein bisschen schwierig. Oh, schaut mal, wie müde die sind. Eigentlich müssen wir da Druck machen. Arrigoni, da haben wir Kämmen. Und Gori, das macht er gut. Schön abgelegt auf Russo. Russo läuft rein. Russo schießt. Er macht ihn rein. Sehr schön. Direkt belohnt er sich, wo er reinkommt. Und wunderbar, 1-1. Er hat das gut gemacht, auch wenn der Torwart wahrscheinlich da nicht wirklich gut gehalten hat. Aber das spielt sowas von keine Rolle. Hauptsache, er hat ihn reingemacht. Ja, Ferreira, da haben wir Kämmen, Russo, schön auf Balou. Oder Bayou? Ich weiß nicht, ich nenne mal Balou. Kämmen aus der Distanz. Oh, Eckball. Das war ein guter Schuss. Arrigoni bringt den Ball rein. Gori köpft nochmal zurück. Haben wir Arrigoni. Ola Sagasti passt da schön auf. Gut. Wir machen mal einen Wechsel. Wir nehmen Ferreira raus, weil er gelb hat. Bringen Milicevic rein. Und ansonsten lassen wir mal weiterspielen. Ja. Balut Tabla war. Oh, starke Parade. Also Balut Tabla muss sich da ja erstmal reinfinden. Ist natürlich auch ein undankbares Spiel, wenn er sein erstes Spiel natürlich direkt da macht. Wir fordern nochmal Kreativität. Die Sasi. Balut, da haben wir Russo. Milicevic. Ja, Russo. Balu. Tikijaski, der schießt. Wird gehalten. Ja, der ist ehrgeizig, der Tikijaski. Der will natürlich hier unbedingt sein Tor machen. Arrigoni, Freistoß, wird gehalten. Tikijaski geht dahin, der müsste abspielen. Ach, es war abseits. Okay. Oh, Freistoß Arrigoni in die Mauer. Balou geht dahin, holt sich den Ball. Und wird da weggetreten. Ja, das war ein Foul. Da brauchen wir nicht zu diskutieren. Arrigoni bringt den Ball rein. Da haben wir Kämmen. Ola Sagasti, Di Sasi. Ola Sagasti schön auf Milicevic. Milicevic schießt an den Pfosten. Ah. Die machen das gut. Also in der zweiten Hälfte sind sie wesentlich besser dabei. Russo mit dem Ball da rein. Balut, Tikijaski. Oh, war das knapp. Es gibt nochmal Eckball. Na, Arrigoni bringt den Ball rein. Da haben wir Milicevic. Spielt nochmal auf Arrigoni. Milicevic. Kämmen, Arrigoni. Also ich denke, die Wechsel, die wir da vorgenommen haben, waren auf jeden Fall richtig gewesen, Arrigoni da näher an die Position zu bringen, wo er sonst spielt. Arrigoni nochmal mit einem Freistoß, aber ist leider nichts draus geworden. Ja, von den Spielanteilen sind wir jetzt auf jeden Fall da. 4 Minuten Nachspielzeit. Ja, wir können leider nichts mehr fordern. Okay. Aber ja, Lou, das ist schon mal gut gemacht. Und er holt sich direkt den Ball. Sehr schön. Milicevic wird jetzt nach vorne kloppen. Da waren die, die wären durch gewesen. Naja. Arrigoni. Haben wir Russo. Balou. Russo. Kämmen. Russo. Tikijaski. Haben wir Balou. Arrigoni. Da haben wir Kämmen. Russo. Arrigoni. Russo. Balou, schön durchgespielt, Kämmen, er macht ihn rein. Wir führen 2-1 gegen Young Boys Bern. Was ein geiler Pass von Balou. Habt ihr gesehen, wie die da gewartet haben? Wie so ein. Ah, Mann, ja, da freut man sich. Schön auf den richtigen Moment gewartet. Und Balou, wie er den durchgesteckt hat. Boah, und Kämmen läuft da perfekt rein. Ja, defensiv. Balou, die Sasi klärt nochmal nach vorne. Komm, pfeif einfach ab. Pfeif einfach mitten im Angriff ab, ist mir egal. Jetzt abpfeifen, bitte. Ja, wir haben gewonnen. 2-1 gegen Young Boys Bern.
Oh mein Gott. Ah, Mann. Ja, gut gemacht von Tabla. Also das hat er am Ende nochmal, der muss sich ja da auch erstmal reinarbeiten, aber das war richtig gut gemacht. Boah, die zweite Hälfte, die war. Ah, Mann. Ja, ich freue mich. Aber, ja, der Leidenschaft. Fantastisches Comeback. Das war eine großartige Leistung und ich bin wirklich stolz auf euch. Wir bleiben damit weiterhin ungeschlagen. Und wir haben sogar das erste Mal gegen Young Boys Bern gewonnen. Und sind damit erstmal wieder Zweiter. Boah, krass. Ja, das ist wirklich krass. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.